geht ab. Wir sind unterwegs. Wir haben noch ungefähr 250 bis 300 Kilometer vor uns, also noch gute 3 Stunden. Wetter, wie man sieht, ist bombastisch, richtig gut. Haben gerade einen kleinen Stopp gemacht und ja, wir sehen uns im Brünnchen. Gleich erst was fooden bei Subway und weiter geht's. Auto. Nice. So, wir gehen jetzt Subway was fooden und später Check-in Hotel. Wir waren da gerade um die Ecke Subway essen und da ist auch die Ami am Start. Hallo. Und ja, auf jeden Fall ganz geil, feldmäßig, sehr gut durchgekommen. Jetzt geht's hier dahin, da ist unser Hotel und ja, einchecken können wir erst später. Und jetzt sind wir gestärkt nach dem ersten Subway, wie ich euch versprochen hatte oder prophezeit habe, wir müssen es genauso machen. Die Tummys sind jetzt voll. Ja, und dann geht's jetzt erstmal zum Brünnchen. Gucken, über Insta haben sich einige Leute angekündigt und über die WhatsApp-Gruppe auch sind mittlerweile 30 Leute drin. Bin gespannt, was und wen ich da alles treffe. Kriegt ihr alles hier den Live-Feed und ich freue mich. Bis später. Hey! Hallo! So, wir sind jetzt hier gerade angekommen. Das ist hier einmal der Acker. Es gibt gute und schlechte Acker. Das ist jetzt ein guter Acker, der ist nicht so staubig wie die anderen. Wir waren eben jetzt durch mit Subway essen und sind jetzt zum Brünnchen gefahren. Wir haben ungefähr jetzt für die 4 Kilometer gute halbe Stunde gedauert. Ist, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren noch völlig in Ordnung und geht noch voll klar. Während wir gekommen sind, haben wir auch schon gemerkt, dass keine Aktivität auf dem Ring gerade ist. Das bedeutet auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall geknallt haben muss. Und während wir hier hingefahren sind, haben wir auch gesehen, dass jetzt 2 ADAC-Hubschrauber angetanzt sind. Also die sind hier hingeflogen. Das bedeutet auf jeden Fall, hier hat es ordentlich geknallt. Ich habe auch in der Gruppe mitbekommen, da haben sich mehrere Autos ineinander immer ein bisschen verwuselt und auch mit Überschlag, also komplette Geschichte, ist echt heftig und das Kranke finde ich einfach am Ring ist, selbst wenn du irgendwie das mitbekommst, dass es heftig geknallt hat, einen brutalen Unfall gab, dass du einfach, sobald das Ding wieder auf hat, du wieder rauffährst. Ja, ist die scheiß Wünschung. Warte, nächste Frage! Wow, shit! Fuck! Scheiße! Der ist rausgeflogen, der ist kaputt. Da hing einer draußen. Ja. Also man sollte den Ring echt nicht unterschätzen, das ist echt heftig. Deswegen immer Respekt haben und lieber vorsichtig fahren und eine langsame Runde machen, als zu viel zu riskieren. Ansonsten geht es jetzt für uns Richtung Brünnchen. Wir ziehen trotzdem durch, mal gucken, was Ganze kommt. Wen wir aus der Gruppe treffen, wer alles am Start ist und es bleibt spannend, also bis später. Sieht das Jahr einmal aus, kann sich jetzt feiern, dass er mit dabei ist. Ja, da ist der Parkplatz, die Straße runter ist hier gesperrt, dass da nicht so viel los ist. Und ein Stückchen hinterm Hügel und dann wieder runter ist ein Brünnchen, da sind wir jetzt einen Fußmarsch von einem guten Kilometer. Viele fahren auch schon, wahrscheinlich haben die auch keinen Bock mehr jetzt, weil da zu lange was nichts mehr ging, sich rumgesprochen hat, dass da jetzt gerade ein Unfall war und es wird gemunkelt, dass heute der Ring nicht mehr aufgemacht wird. Man wird sehen, was passiert. Aber jetzt bin ich schon mal hier, jetzt will ich da auch hin. Mal gucken, was kommt. Ja.
Das Ganze hier beim Brünnchen aus. Wir haben wunderschöne, strahlende Sonne, blauer Himmel. Ich glänze durch die Sonnencreme und ja, hier ist schon einiges los den ganzen Tag. Ich bin, wie gesagt, glaube ich, erst seit ungefähr 2 Uhr hier. Bin heute relativ gut durchgekommen zum Ring, bin ein bisschen anders zum Ring gefahren, sodass ich auch nicht so viel im Stau stand. Plan eigentlich mit der Einhaltung hat alles gut geklappt. Einige Leute sind ja mal sehr interessiert am Spritverbrauch, also bringe ich das auch noch einmal rein. Und zwar, ich hatte eine Tour von knapp 550 Kilometern, habe vorher voll gemacht, habe hier voll gemacht und habe einen Schnitt von 9,93 Liter auf die gesamte Strecke. Bin gefahren mit Tempomat und Abstandssensor, den habe ich ja mit drin, bei maximal 180 km/h. Also finde ich auf jeden Fall völlig in Ordnung. Das ist hier einmal, wo befinde ich mich gerade? Ich bin hier gerade direkt am Brünnchen. Das sah wahrscheinlich heute Vormittag oder heute Mittag ganz, ganz anders aus. Jetzt ist es verhältnismäßig leer. Wetter grandios auf jeden Fall. Vorhin war das ungefähr um 1, als ich hier gerade auf dem Weg hin war, gab es einen mega, mega krassen Unfall. Ob ich den noch kriege und zu sehen bekomme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird er auf YouTube zu sehen sein. Wie ich von einem der Sicherheitsposten gehört habe, ist da, glaube ich, jemand aus dem Auto geschleudert worden, was echt brutal ist. Das ist echt eine harte Sache. Also ich bin auf jeden Fall immer so, das Kranke an dem ganzen Ring ist, dass man mitkriegt, dass die Strecke gesperrt ist, dass ein Unfall war, wenn diese zwei Hubschrauber ankommen. Hubschrauber immer gar nicht gutes Zeichen. Und dann im Endeffekt, du, sobald die Strecke wieder auf ist, was manchmal auch ein, zwei Stunden dauern kann, du direkt wieder rauffährst und weiterfährst. Ist irgendwie gestört, dass du einfach, dass man halt denkt, einem selber passiert es nicht und dass man immer vorsichtig genug fährt. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man den Ring wirklich respektiert und weiß, dass das Ding scheiße gefährlich ist zu fahren. Der verzeiht keine Fehler, sobald man es irgendwie verkackt hat. Ist es dann tatsächlich auch so, dann sieht man sofort die Leitplanke. Also immer aufpassen, lieber ein bisschen langsamer fahren, aber sicher ankommen. Das war das Wichtigste. In meiner WhatsApp-Gruppe vom Nürburgring waren ungefähr oder sind ungefähr 30 Leute. Hier ist aber aufgrund der Menschenmasse, die hier erwartet waren, ungefähr 20.000 Leute, ist das Handynetz komplett zusammengebrochen. Das heißt, die Kommunikation war hier eigentlich nicht möglich. Vorher hat es geklappt, so bis um 12. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich hier hören könnt wegen des Windes. Also bis 12 war okay, danach ging halt gar nicht mehr. Das heißt, die Kommunikation untereinander war eigentlich nicht möglich. Man hat nur darauf hoffen müssen, dass man jemanden sieht, den man erkennt. Also ich war, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Hier aber hellblaues Shirt, pinke Cappy. Hab das so auch in die Gruppe gepusht. Ich hätte euch gerne alle getroffen, aber irgendwie aufgrund der Tatsache war das, glaube ich, relativ schwierig. Ich muss mal gucken, dass ich den Ton hier reinkriege. Wenn es geklappt hätte, wäre der aber nice, aber aufgrund, glaube ich, des Ortes ist es ziemlich schwer. Man muss dann mal gucken, wie man das Ganze dann so organisiert im Großen und Ganzen. Vielleicht immer mal wirklich ein Treffen komplett nochmal organisieren mit den Leuten.
polizeikontrollmäßig war gar nichts. Also die Polizei war da, hat ein bisschen geregelt. Da habe ich vorhin ein Video gemacht, als ich bei Subway essen war. Da hat einer einen Burnout gezogen vor der Polizei, um ein bisschen zu provozieren. Der war lächerlich, der war dumm, die ganze Nummer, weil ich meine, das sind solche Spacken, die dafür sorgen, dass man dann irgendwie solche Events dann doch verbieten will, weil die Leute sich nicht an einfache Regeln halten können. Hätte nicht Not getan, hat dann direkt, wie gesagt, vor der Bullerei, ich habe das auch auf Video so halbwegs von weitem gefilmt. Bisschen unnötig die ganze Nummer, hätte man sich auch easy schenken können. Ja, aber sonst Polizeikontrollen gab es hier eigentlich keine. Es war gefühlt letztes Jahr deutlich chaotischer hier. Also dieses Jahr war gesitteter, auch gefühlt auf dem Ring. Haben die, weiß nicht, waren noch nicht selber jetzt an der Schranke, aber es fühlt sich so an, als würden sie nicht so massiv die Leute auffahren lassen. Weil. War es wirklich so, es hat kein Ende genommen und es gab immer krasse, eng aneinander hockende Grüppchen, die eigentlich immer nur ja, sich gefeitet haben. Oh krass, da war ein Apollo. Apollo gumpert jetzt hier in der Ecke. Wenn man den noch sieht, der Schwarze. Vorbei ist er. Ja, das auf jeden Fall, da habe ich das Gefühl, dass die das ein bisschen entspannter geregelt haben. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, weil heute war ich nicht auf dem Ring. Morgen geht es dann in die Nähe der Auffahrt hin. Bin gespannt, was noch so kommt. Ich versuche auch im Laufen zu halten. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mich hören konntet. Mit dem Wind hier, Wetter ansonsten ganz gut. Langsam wird es ein bisschen kühl, aber hält sich noch alles im Rahmen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald. Peace. Unter anderem auch am Ring bedeutet, ist im Auto sitzen und stehen und Stau. Das geht halt nicht ohne. Das ist sonst ganz nice. Im Vergleich zum letzten Jahr muss ich sagen, war tendenziell weniger los. Warte. Nein. War halt weniger los als letztes Jahr. Aber jetzt sind wir noch höllisch voll, der ganze Laden hier. War aber dieses Jahr deutlich weniger Chaos. Also letztes Jahr war, da haben wir schon bei Subway gestanden und von bis zum Gründchen eine gute Stunde gebraucht. Heute haben wir das in 20 Minuten erledigt gehabt oder in einer guten halben Stunde. Ging schon auf jeden Fall klar. Und ich hatte das Gefühl, die Leute haben sich dieses Jahr ein bisschen mehr benommen. Ring war einmal ein heftiger Unfall, habe ich glaube ich auch schon erzählt. Und dann sonst gegen Ende noch einmal gesperrt, sonst lief es verhältnismäßig reibungslos. Das sah letztes Jahr auch anders aus. Also letztes Jahr war wirklich alle Viertelstunde, alle halbe Stunde die Strecke wieder dicht. Und das ging wirklich dann wieder eine Stunde zu, Viertelstunde auf, Stunde zu. Weil auch super, super viel passiert ist. Also dieses Jahr zum Glück nicht so heftig wie sonst. Ich freue mich auf jeden Fall, weil jeder, der zu Schaden kommt, das wünsche ich niemandem. Das wäre echt uncool. Ja, wir haben noch einen kleinen Fußmarsch vor uns, dann geht es gleich bei uns ins Hotel zum Einchecken und dann futtern wir unseren Salat, den Ami für uns geschnitten hat. Ein bisschen gesunder Lifestyle hier und ja, dann vielleicht noch ein paar Fotos machen, mal gucken, was sonst so geht. Ansonsten, morgen wird gefahren, morgen ab auf den Ring, Auto fahren, selbst meine Runden drehen, Karfreitag würde ich mir heute nicht geben und ihr hört von mir, also Peace. Du auch? Tschüss. Ciao! So, aktuell ist die Strecke wieder gesperrt. Wir sind jetzt hier auf unserem Parkplatz. Und ich zeige das einmal. Hier sieht ihr schon, staut sich bis zum Parkplatz. Wir hatten auf jeden Fall noch einiges an aufzuholen bis zum Hotel. Deswegen machen wir jetzt hier Picknick. Yeah. Direkt im Auto. Ami hat einen nice Salat vorbereitet. Jetzt gibt es frischen Salat.
Und Besteck haben wir auch dabei, bestens vorbereitet. Ich kann sie auch ausschneiden, komm her. Jo! Hallo! Ja, das ist mir auch nochmal. Jo! Hallo! So, wir sind jetzt im Hotel eingecheckt. Ich will euch das einmal zeigen, dass ihr so einen kleinen Eindruck kriegt. Das ist das Ringhotel. Eigentlich echt ganz schnucke gemacht.